Hallo, mein Name ist Norman Lang und Sie kennen mich vielleicht aus Sat.1. Goldschlager ist eine Sendung auf Sat.1 Gold, die ich seit diesem Jahr moderiere. Und die Sendung kann man gerne einschalten, wenn man ein absoluter Schlagerfan ist, denn da treten eigentlich alle Schlagerstars auf, die irgendwie Rang und Namen haben. Und hier kommt man natürlich immer wieder gerne hin, um zu feiern und Spaß zu haben. Eigentlich bin ich ja selber Schlagersänger und man kam dann irgendwann auf die Idee, ob ich nicht Lust hätte, eine Schlagersendung zu moderieren, weil ich mich natürlich mit den Kollegen sehr gut verstehe und natürlich auch so ein bisschen Hintergrundwissen habe, was natürlich für die Sendung sehr von Vorteil ist. Ist vielleicht ein bisschen indiskret. Hast du schon mal über eine Nacht in Rom nachgedacht? Meine Familie ist für mich das Allerwichtigste. Also nach meiner Familie kommt erstmal ganz lange gar nichts und dann kommt die Musik. Also meine Familie, also ohne die könnte ich glaube ich gar nicht. Egal ob meine Schwestern, meine Onkels, Tanten oder meine Eltern. Also es ist ganz, ganz wichtig für mich. Ich denke, es liegt einfach daran, dass ich so geerdet bin, weil ich eigentlich gelernter Schweißer bin, habe dann irgendwann eine Umschulung zum Betreuer Demenzkranker gemacht und Sterbebegleiter. Und ich glaube, wenn man erst so wie ich mit 25 Jahren so in dieses Showbusiness reinkommt, dann ist man relativ gut geerdet und dann schmeißt einen nichts mehr so schnell aus der Bahn. Also der Glaube an sich ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Gut. Und der Glaube hat natürlich jetzt in Bezug auf mich eine ganz große Bedeutung, weil ja Menschen, die im Sterben lagen, wirklich Kraft geschöpft haben, wenn ich ihnen zum Beispiel aus der Bibel vorgelesen habe. Ja, also die sind natürlich auch nochmal von einem ganz anderen Schlag. Und man hat einfach gemerkt, dass die mit dem Glauben ganz, ganz tolle Dinge verbinden und da wirklich gesagt haben oder sich runtergeholt haben, okay, es geht vielleicht jetzt zum Ende zu. Aber da ist jemand, der fängt mich auf. Und ich denke, dass von daher der Glaube ganz, ganz wichtig ist. Das Christentum zeigt ja ganz klar, dass man zusammenhalten soll. Wir haben 10 Gebote. Wir haben ganz, ganz viele, viele Dinge im Christentum, die wir wirklich im Alltag anwenden können. Und das sollten wir auch tun. Wir haben natürlich auch das ein oder andere, wo man sich drüber streiten kann. Aber man muss ja nicht alles mitmachen. Aber ich glaube, wenn man so für sich das Beste rauspickt, womit man am besten klarkommt, ist das Christentum wirklich ganz cool. So, das war's von mir und vielleicht sehen wir uns noch mal in Sat.1.